CATL, einer der führenden chinesischen Batterieproduzenten, die haben ungefähr 83.000 Mitarbeiter und produzieren ungefähr 250 Gigawattstunden Batteriekapazität jedes Jahr. Wenn wir uns jetzt mal allein mal anschauen, was wir in Deutschland bräuchten, um die Energiewende zu schaffen, das heißt rein auf regenerativen Strom umzusteigen, bräuchten wir ungefähr 50 Terawattstunden. Da kommen wir dann irgendwo bei 500.000 Leuten raus, die wir allein in Deutschland brauchen, wenn wir das alles lokal abdecken wollen. Dann brauchen wir einfach mehr Man- and Woman-Power und jetzt können wir einfach per physikalischem Gesetz nur so und so viele Experten trainieren jedes Jahr und wir müssen nach neuen kreativen Möglichkeiten suchen. Und ich denke, genau hier haben wir mit Generative AI Models zur richtigen Zeit das richtige Tool an der Hand, um da wieder nach vorne zu kommen. Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, interessiert Sie auch, wie KI die Batterieindustrie optimieren kann? Dann abonnieren Sie unseren Podcast und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App. Ja, herzlich willkommen in diesem Podcast, Dr. Lukas Lutz. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, wir freuen uns auch sehr auf das Gespräch. Sie sind Gründer von Sphere Energy und beschäftigen sich genau mit diesen beiden Dingen, nämlich mit KI und Batterien. Herr Lutz, Sie von Sphere Energy sind ja bekannt für diesen Chatbot Betty. Liebes Publikum, da können Sie auch mal in diesem Podcast nebenbei auf diese URL gehen. Das ist betty.sphere-energy.eu. Dieser Chatbot Betty beantwortet irgendwelche Fragen, die Sie haben bezüglich Batteriefragen. betty.sphere-energy.eu. Und zu Beginn dieses Podcasts haben wir uns überlegt, teilen wir mal unsere persönlichen Erfahrungen mit diesem Chatbot Betty. Wir haben ihm nämlich, oder ihr vielmehr, 25 Batteriefragen gestellt. Davon waren 18 wirklich umfassend, toll und präzise richtig beantwortet. Insofern können wir Betty wirklich sehr empfehlen. 5 davon waren unserer Meinung nach aber, naja, so ein bisschen, ja, würde ich sagen, nicht umfassend, vielleicht auch so ein bisschen misleading, ja, so in diese Richtung, das könnte man falsch verstehen, diese Antwort. Und 2 Fragen davon, beziehungsweise 2 Antworten von Betty, waren tatsächlich schlichtweg falsch. Und darüber reden wir heute. Wir haben angefangen mit einer ganz leichten Frage, nämlich, was ist der beste Batterie-Podcast der Welt? Betty hat das natürlich ganz einfach beantwortet, nämlich Geladen, der Batterie-Podcast. Da waren wir natürlich ganz stolz. Dann sind wir dazu übergegangen, ein bisschen schwierige Fragen zu stellen. Sie können sich vorstellen, das dreht sich dann um Batteriematerialien. Da habe ich dann gefragt, naja, was kommt denn in einer Natrium-Ionen-Batterie an der Kathodenseite in Frage? Prussian White, Preußisch Blau oder Preußisch Weiß? Ganz toll beantwortet. Und die beiden Fragen, die dann ein bisschen schwieriger waren, da ging es dann darum, dass ich eine Fangfrage gestellt habe. Ich habe nämlich Betty gefragt, was macht denn die Forschung an siliziumhaltigem Graphit für Aktivmaterial an der Anodenseite für Natrium-Ionen-Batterien? Das weiß natürlich jeder Geladenhörer, dass das im Moment gar nicht möglich ist, beziehungsweise dass die Forschung sich da überhaupt gar nicht drauf konzentriert, weil es schlichtweg schwierig ist. Da hat dann Betty geantwortet, dass das gibt und dass die Forschung da auf einem guten Weg ist. Als letztes habe ich noch gefragt, was die größte Batterie in Deutschland ist und auch da hatte Betty leider veraltetes Wissen. Ja, liebes Publikum, während dieses Podcasts können Sie gerne mal auf betty.sphere-energy.eu gehen und während des Gesprächs mal diesen Chatbot ausprobieren. Ja, Herr Lutz, erste Frage. Künstliche Intelligenz wird ja schon heute in der Batterieindustrie an verschiedensten Orten eingesetzt. Geben Sie uns doch erstmal einen Überblick, welche Einsatzgebiete gibt es denn da ganz genau? Konkret fallen mir da ein paar Bereiche aus der Zellfertigung ein. Da geht es natürlich dann um vor allem die Überwachung der Qualität der Zellen, um die Wartung der Maschinen, wo man zum Beispiel Vorhersagen treffen kann, wann die Maschine ausfällt, um dann Stillstände zu reduzieren oder auch in der Anwendung von Batteriezellen später, vor allem da das Thema Vorhersage der Alterung der Batterien. Das ist ja oft eine große Problematik, wie lange hält denn mein Akku noch im Auto? Oder natürlich thermische Modelle, die man viel einfacher simulieren kann, wie physisch zu testen. Das sind so, glaube ich, die drei wichtigsten oder die drei interessantesten Felder von klassischer KI, wie wir sie kennen, und da vielleicht später ein bisschen zu mehr. Können Sie da nochmal für Klarheit sorgen? Wenn wir über KI sprechen, da gibt es ja da auch sehr verschiedene Typen. Also Machine Learning ist was ganz anderes als jetzt beispielsweise wissensbasierte Systeme, die völlig anders funktionieren. Wenn ich jetzt an Robotik beispielsweise denke, dann ist das wahrscheinlich so Machine Learning. Können Sie da nochmal
unterscheiden, bitte? Gerne, ja. Ich glaube, vielleicht vorab müssen wir für die Hörerschaft ein paar Begrifflichkeiten klären, dass wir über den Podcast vielleicht vom Gleichen sprechen. Also ich denke mal, zum Ersten ist künstliche Intelligenz so eine Art Sammelbegriff für alles, was mit Software zu tun hat und wo die meisten Menschen nicht wirklich verstehen, was dahinter steckt. Das wurde natürlich auch so ein bisschen misused über die letzten Jahre. Aber ich glaube, und Sie hatten es schon kurz angesprochen, ein wichtiger Bereich ist sicher das Machine Learning, kurz auch ML, wo es darum geht, wirklich spezifische Algorithmen, oft mit Neural Networks hinterlegt, zu trainieren auf einen spezifischen Use Case. Da geht es dann konkret darum, ich möchte wissen, wann meine Trumpfmaschine in der Produktion ausfällt und trainiere quasi diesen Algorithmus mit verschiedenen Vibrationsdaten, mit Produktionsdaten auf einen spezifischen Use Case hin. Im Prinzip clevere Statistik, wenn man es mal ein bisschen catcherisch sagen möchte. Und zum anderen gibt's das ganze Thema Generative AI, das ja jetzt vor allem durch ChatGPT bekannt ist über die letzten Jahre. Und hier geht's drum, KI, die Content produziert. Also man kann nicht nur auf Statistik beruhende Vorhersagen treffen, sondern wirklich neuen Content erschaffen. Wir kennen das von Text, jetzt immer mehr auch Bild und Video, wo man über einen einfachen Prompt dann ein Golden Retriever Video bekommt, wie die im Schnee spielen. Also da geht's wirklich drum, neuen Content zu kreieren. Und was man zusätzlich noch tun kann, ist verschiedene KIs miteinander zu vernetzen, um einen gesamten Workflow abzudecken. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ein schönes Beispiel ist da die einfache Frage, bestell mir mal eine Pizza. Das kann Ihnen keine Machine Learning Model abdecken, aber eine KI, eine Generative AI kann da sehr wohl, also einen ganzen Workflow abzudecken, zum Beispiel eine KI, die dann das ganze Web durchsucht, nach Pizzalieferdiensten in der Umgebung, einen Chatbot erstellt, der dort anruft, um dann schlussendlich wirklich die Pizza bei Ihnen liefern zu lassen. Also da geht's drum, Content zu kreieren und gesamte Workflows abzudecken. Wenn wir uns jetzt KI und die Batteriebranchen anschauen, wo denken Sie denn, liegen da die größten Potenziale noch so in der Zukunft, was die Optimierung angeht? Ja, ich denke, man kann die Batteriebranche in zwei große Segmente teilen. Das eine ist die Zellfertigung selber, bei der wir natürlich gerade in Europa versuchen, mit dem asiatischen Markt Pari zu bieten oder etwas aufzuholen. Und zum anderen die Batterieproduktentwicklung. Das heißt, Produkte entwickeln, bei denen Batterie die primäre Energiequelle ist. Das sind dann Autos, kennen wir alle, aber da gibt es viele, viele Branchen darüber hinaus, zum Beispiel die Powertool-Branche. Und ich denke, dass in diesen zwei Hauptbranchenteilen die KI am meisten Anwendung finden wird. Zum einen uns besser und schneller machen in der Zellproduktion und zum anderen den Speed in der Produktentwicklung auf den Boden zu bringen, um da schneller und effizienter Produkte zu entwickeln, die mit Batterie betrieben werden. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was sind denn eigentlich so die Hauptziele, die man mit KI grundsätzlich erreichen will? Da hört man ja immer wieder schneller, effizienter und optimierter oder besser. Ist das eigentlich bei allen KIs der Fall? Ja, man muss sich natürlich überlegen, wann macht es Sinn, so eine KI einzusetzen? Also generell stimmt schneller und besser natürlich schon. Und da geht es vor allem um Aufgaben, bei denen wir uns Menschen einfach schwer tun. Ich meine, man kann das selber, wenn der Datensatz einfach zu groß wird, wenn die Excel mal über 2000 Zeilen hat, dann tut sich das menschliche Gehirn einfach schwer, damit umzugehen. Und genau hier finden KI-Tools Anwendung. Das heißt, entweder Prozesse, die mühsam und repetitiv sind, die immer das Gleiche darstellen, zum Beispiel die Auswertung von Batteriedaten, Testdaten aus dem Batterietesting. Das ist nicht ganz trivial, aber ähnelt immer einem selben Muster. Und zum anderen vielleicht die Auswertung oder die Anomalieerkennung über einen großen Datensatz hinweg. Das ist für uns Menschen einfach schlichtweg nicht möglich. Und ich denke, dass genau hier die zwei Kernanwendungsfelder der KI sein werden. Also mit großen Datenmengen umzugehen, Tasks zu automatisieren, die wir einfach für mühsam empfinden. Gehen Sie da gerne nochmal drauf ein. Was sind das konkret? Also welche Anomalien, wahrscheinlich in der Zellproduktion, Ausschuss nehme ich an, so in die Richtung, oder? Ja, also man kann auch nochmal einen Schritt einfacher denken, wenn man es jetzt überlegt, wie ein batteriebetriebenes Auto entsteht. Ja, da hat man den klassischen V-Modell-Entwicklungsprozess, mit dem sich die Automotive-Industrie diesen Prozess bis ins Mühe verstanden hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt haben wir mit der Batterie aber einfach eine Komponente im Auto, bei der sich zum ersten Mal die Atome bewegen. Das gab es vorher noch nie.
Ja, die Atome waren immer statisch in einem Kolben, in einem gesamten Verbrennerprozess. Und bei der Batterie bewegen sich eben die Atome. Und da stellt sich die Frage, wie teste ich denn so ein Produkt wirklich ausgiebig, um nachher das gleiche Qualitätsversprechen meinem Kunde weiterzugeben, wie ich es bei einem Verbrenner tun konnte. Und da kommen natürlich ganz viele verschiedene Fragen auf, wo es um eine Mischung aus Datenanalyse, aus Wissen, aus Effizienz geht. Und genau in diesem Umfeld kann die KI vor allem uns hier in Deutschland extrem weiterhelfen, schneller Elektroautos zu produzieren und zu entwickeln. Ja, gehen Sie vielleicht mal auf die besonderen Herausforderungen in der speziell deutschen, aber auch europäischen Batterieindustrie ein. Sie wollen ja mit KI die Batterieproduktion und allgemein die Entwicklung von Batterien und Zellen unterstützen. Was sind denn so die großen Herausforderungen, vor der diese Industrie steht? Also wenn man es da vielleicht auch nochmal unterteilt, wieder in diesen Bereich Zellfertigung und batteriebetriebene Produkte, dann denke ich, dass in der Zellfertigung vor allem der Aufbau der Produktion und die Skalierung der Produktion gerade eine große Herausforderung sind. Ganz einfach dem geschuldet, weil wir das in Europa noch nicht so oft getan haben. Die Chinesen und die Asiaten im Generellen produzieren ja Batterien schon seit einigen Jahren und verstehen es auch, eine große Produktion in diesem Bereich hochzuziehen. Das fängt bei der Maschine, bei der Erstinbetriebnahme so einer Maschine, bei der Parametrisierung so einer ganzen Prozesskette an bis hin zur Qualitätskontrolle am Ende. Das sind einfach Know-how und Prozesse, die uns aktuell fehlen in Deutschland, die wir erlernen müssen. Und wir tun das auch ganz toll mit den deutschen Lead-Projekten wie einer Cellforce oder einer PowerCo, wo wir dann auch ein bisschen über unseren Schatten springen müssen und was die Asiaten über die letzten Jahre in Deutschland getan haben, sich Prozesse und Know-how abzuschauen, müssen wir uns jetzt nicht zu schade sein, das Gleiche in den asiatischen Ländern zu tun. Wir haben da einfach einen Rückstand im Wissen und müssen diesen aufbauen. Und am Endeffekt geht es darum, qualitativ hochwertige Zellen zu einem attraktiven Preis zu produzieren. Jetzt helfen Sie mir mal weiter. Ich habe ein bisschen eine Lücke in meinem Kopf, wo ich versuche, dieses Chatprogramm Batty, die eine auf einer KI fußt, zusammenzubringen mit Hilfe in Richtung Skalierung und Optimierung dieser hochlaufenden Industrie. Wie geht das? Wie kann eine KI hier helfen? Weil ich glaube, wir sind uns einig, diese KI kann jetzt keine Arbeitnehmer vor Ort ersetzen, den wir suchen, richtig? Also führen Sie das bitte mal aus. Wie passt das zusammen? Also vielleicht muss man dazu sagen, dass Batty, so wie wir es jetzt auf unserer Website for free geschalten haben, eigentlich nur ein Newsfeed ist oder ein Morning Briefing. Das heißt, die Gratis-Version online deckt bei weitem nicht alle Funktionalitäten ab, die unser Battery Brain, das dahinter steckt, abdecken kann. Das hoffe ich, dass das soweit verständlich ist. Und zum anderen müssen wir natürlich die einzelnen Schritte in den verschiedenen Prozessen anschauen. Und genau da kümmern wir uns eigentlich im Hintergrund. Bei den bezahlten Versionen von Batty geht es da darum, einzelne Use Cases in der Zellfertigung oder in der Batterie, im Batterieentstehungsprozess abzudecken. Das kann die Automatisierung von Testdatenvisualisierung sein. Das kann ein automatisierter Quality-Check der Daten sein. Sie müssen sich vorstellen, wenn so ein OEM oder ein Batteriehersteller mal Terabyte an Daten sammelt über den Entwicklungsprozess einer Zelle, dann wird es relativ schwierig für einen Mensch oder für ein Team von Menschen, da noch den Überblick zu halten. Das heißt, da ist ein Ansatzpunkt, wo unsere KI ansetzt und sagt, wir automatisieren mal den ganzen Schritt der Prozessierung der Testdaten. Wir automatisieren den Schritt der Qualitätskontrolle der Testdaten und wir automatisieren dann den Schritt der Transformation von Daten zu Informationen. Das heißt, wir geben eigentlich einem Testingenieur, einer Testingenieurin per Knopfdruck einen Datensatz beziehungsweise einen Informationssatz, auf dem man Entscheidungen treffen kann, zur Verfügung, ohne tagelang Zeit und Arbeit zu investieren in das Aufarbeiten der Datensätze. Das ist mal ein Schritt, wie wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so einer Produktion schneller machen. Und zum anderen können wir Anomalien detektieren über verschiedene Entwicklungsprogramme hinweg. Das heißt, wir können uns anschauen, wie Swellen zum Beispiel die Zellen aus einem vorherigen Batch mit dem Batch jetzt
Jetzt gibt's ja da für die, die sich in der Batterieproduktion ein bisschen mehr auskennen, immer die A-Muster, B-Muster, C-Muster, bis dann so eine Batterie wirklich in so ein Elektrofahrzeug eingebaut wird. Und man kann natürlich aus den einzelnen Musterphasen schon erkennen, welche Fehler hatte ich in der vorherigen Zellentwicklung gemacht, um diese dann nicht mehr zu tun im jetzigen Prozess. Also da geht es dann hauptsächlich darum, Workflows zu optimieren, also die richtigen Daten an die richtigen Personen zu leiten und zum anderen einzelne Tasks, die einfach Tage, manchmal auch Wochen dauern, wegzuautomatisieren, um uns da schneller zu machen. Patrick hat es gerade schon anklingen lassen. Sie bezeichnen ja den Mangel an Fachkräften als die größte Herausforderung in der Batteriewertschöpfungskette. Und Sie gehen sogar so weit zu sagen, dass die, jetzt Zitat, batterieelektrische Energiewende nicht allein von purer Man- und Woman-Power zu schaffen ist. Wie meinen Sie das denn genau? Ja, jetzt haben wir natürlich durch unsere Politik einen relativ straffen Zeitplan vorgegeben bekommen, was der Ausstieg aus dem Verbrennergeschäft angeht, aber auch der gesamten Energietransformation. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, was real im Markt passiert, dann geht es natürlich nicht so schnell, weil wir einfach nicht die richtigen Experten haben überall. Wir hatten es vorher schon kurz angesprochen, Ramp-up einer Zellproduktion, das haben wir einfach nicht schon 100-mal gemacht. Da ist es jetzt auch gut, wenn wir viele Leute ausbilden, aber bis diese Leute dann im Markt sind, die neuen Talente, vergehen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und wenn man jetzt mal einfach ein paar Zahlen anschaut, so eine CATL, einer der führenden chinesischen Batterieproduzenten, die haben ungefähr 83.000 Mitarbeiter und produzieren ungefähr 250 Gigawattstunden Batteriekapazität jedes Jahr. Wenn wir uns jetzt mal allein mal anschauen, was wir in Deutschland bräuchten, um die Energiewende zu schaffen, das heißt rein auf regenerativen Strom umzusteigen, bräuchten wir ungefähr 50 Terawattstunden. Das sind Pi mal Daumen 50 mal so viel, wie CATL produziert. Da kommen wir dann irgendwo bei 500.000 Leuten raus, die wir allein in Deutschland brauchen, wenn wir das alles lokal abdecken wollen. Das sind allerdings große Zahlen, aber nicht nur unsere Berechnungen. Wenn man mal die Europäische Batterieallianz anschaut, die geht auch 2025 von ungefähr 800.000 Leuten oder 800.000 Fachkräften, die in Europa fehlen, aus. Und ich halte es in Europa eher für pessimistisch. Das heißt, wenn wir diese Wertschöpfung komplett bei uns erzeugen wollen, dann brauchen wir einfach mehr Man- and Woman-Power. Und jetzt können wir einfach per physikalischem Gesetz nur so und so viel Experten trainieren jedes Jahr, und wir müssen nach neuen kreativen Möglichkeiten suchen, die Workforce, die wir zur Verfügung haben, da gibt es einen schönen amerikanischen Begriff, ich habe noch kein deutsches Pendant dazu gefunden, augmenten, das heißt denen verschiedene Tools zur Verfügung stellen, um die Workforce einfach schneller und effizienter zu machen. Ich denke, genau hier haben wir mit Generative AI Models zur richtigen Zeit das richtige Tool an der Hand, um da wieder nach vorne zu kommen. Also 700.000 oder 800.000 Fachkräfte, das ist ja schon mal eine Riesenhausnummer, deckt sich ungefähr mit den derzeitigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für die gesamte deutsche Automobilindustrie. Haben Sie da irgendeine Hausnummer, wie viele Batterieexperten, wenn man das überhaupt so zusammenfassen kann, denn überhaupt im Moment in Europa oder in Deutschland in dem Sektor arbeiten? Also jetzt eine aktuelle Zahl? Ja, das ist natürlich schwierig. Jetzt gibt es da wenig Erhebungen dazu, auch wie die aufgefächert sind oder untergliedert sind. Aber ja, wenn man sich jetzt mal die 5 bis 10 großen deutschen Player anschaut, dann hat da jeder so im Schnitt zwischen 800 und 2000 Mitarbeiter. Und dann sind wir unterm Strich bei keinen 20.000 Fachkräften, die in dem Bereich arbeiten. Und da sieht man einfach mal den Gap. Jetzt stimmen die Zahlen vielleicht nicht aufs Komma, aber man sieht einfach mal die Order of Magnitude, um die es hier geht. Und wir müssen nach kreativen Lösungen finden, wenn wir die Energiewende so umsetzen wollen, wie wir das geplant haben. Welche Spezialisten oder welche Fachrichtungen werden denn in der deutschen Batterieindustrie eigentlich gerade so am ehesten gebraucht? Also wir haben das hier in diesem Podcast schon öfter thematisiert, wer hier so bei uns in der Batteriematerialforschung unterwegs ist. Das sind Physiker, Chemiker, Ingenieure, aber auch Mathematiker, ITler, wenige. Das ist natürlich jetzt bei Ihnen dann mehr. Ja, geben Sie uns doch mal einen Eindruck. Woran fehlt es im Moment am meisten an Expertise? Also ich glaube, auf Zellchemie-Ebene sind wir in Europa und vor allem in Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt. Da haben wir eine
eine Top-Forschung, auch führende Professoren mit dem Herr Janek, mit dem Herr Winter, mit dem Herr Gassteiger, die wirklich super Arbeit leisten, die auch enge Kooperationen mit den Industrieunternehmen führen. Ich glaube, die Herausforderung ist dann eher in der Industrialisierung, und zwar wieder auf beiden Ebenen. Also in der Zellproduktion, hatten wir es vorher schon angesprochen, der Ramp-up einer industriellen Großfertigung im Gigamaßstab, das sind dann Themen, die viel mit Engineering und Prozess-Know-how, aber eben spezifisch auf das Produkt Batterie gemünzt zu tun haben. Da fehlen uns die Experten. Und zum anderen im Entstehungsprozess bei einem Automotive, da sind einfach über den Konzern verteilt noch zu wenig Batterieexperten, die wir aktuell zur Verfügung haben, die dann auch mal ein Lastenheft von Batterietests sauber schreiben können oder verstehen, wie die Alterung einer Batteriezelle auf den Qualitätsprozess, den Einfluss auf den Qualitätsprozess hat. Ja, das geht einfach nicht von heute auf morgen. Und das sind so die zwei Hauptbereiche, die ich sehe, wo wir am meisten Nachholbedarf haben in Deutschland. Herr Lutz, jetzt sagen Sie, das Batteriewissen, das vermehrt sich gar nicht oder nicht schnell genug, zumindest mal die Innovationszyklen von der deutschen Automotive-Industrie, das muss auf jeden Fall verkürzt werden. Die Produktentwicklung muss schneller und effizienter designt werden. Jetzt kommen wir langsam mal auf Ihre Expertise hin, die KI selber, aber vielleicht geben Sie da noch mal einen kurzen Einblick. Was ist denn so die aktuelle Lage von deutschen Automotive-Unternehmen? Wie versuchen die denn gerade schneller, effizienter zu werden? Auf jeden Fall. Also das ist eine der großen Stellschrauben der deutschen Automotives, vor allem wenn man sich vorstellt, dass so ein normaler Autoentwicklungszyklus 5 bis 7 Jahre dauert und wir alle 6 bis 8 Monate eine neue Zellinnovation haben, dann kann man sich schon ausmalen, was da gerade für ein Stress herrscht in der Entwicklung. Zudem kommt natürlich, dass neue Konkurrenz aus China rüberschwappt, die vor allem durch günstigere Preise, wenn man sich vor allem mal die BYD-Modelle anschaut, überzeugt. Und das sind natürlich die zwei großen Herausforderungen. Wie kann man auf der einen Seite die Entwicklungszeit verkürzen? VW will jetzt da von 54 auf 36 Monaten kommen und zum anderen eben das Ganze günstiger entwickeln. Wenn man sich mal die Zahlen vor Augen hält, die deutsche Automotive-Industrie gibt im Jahr ungefähr 50 Milliarden Euro für Fahrzeugentwicklung aus. Das ist schon eine richtige Hausnummer. Und wenn man da nur einen kleinen Prozentsatz hier und da sparen kann, dann hat das natürlich Auswirkungen für die Endkunden in den Preisen der Automobile. Und ich glaube, dass wir genau hier ansetzen müssen. Hier kommt auch unsere KI ins Spiel. Wir müssen schneller werden und vor allem Kosten sparen in dem Entwicklungsprozess, weil ich denke, dass wir nur durch günstigere Autopreise im Endeffekt auch die Adoption im Markt von EVs treiben werden. Und das ist eines unserer Kernmissionen bei Sphere, hier den Markt zu unterstützen, günstigere und qualitativ hochwertigere Produkte in einer kürzeren Zeit zu entwickeln. Jetzt reden wir gleich auch über Batty, aber vielleicht können Sie noch mal grundsätzlich ausführen. Jetzt haben Sie schon oft gesagt, Sie möchten eine künstliche Intelligenz für die Batteriewelt entwickeln. Stellen Sie die doch kurz mal vor. Ja, also mit unserem Battery Brain Batty entwickeln wir eine KI, die im Entwicklungsprozess unsere Kunden unterstützt. Wir arbeiten da mit verschiedenen Automotives zusammen, um die einzelnen Use Cases, aber auch den gesamten Workflow weiterzuentwickeln. Und dazu findet im Hintergrund das Training unserer KI statt, die quasi spezifisch auf den Batteriemarkt trainiert wird. Und zum anderen lernen wir über unsere Kunden, welche Use Cases den Kunde wirklich schneller machen. Und die stellen wir dann über eine Software as a Service zur Verfügung. Ja, dann steigen wir da gleich mal ein. Wie wird denn diese KI trainiert? Also mit was, aus welchen Quellen? Also Quellen gibt's ziemlich viele. Zum einen scrapen wir, und das sieht man dann natürlich auch bei Batty, das komplette Web nach Batterienews jeden Tag. Das ist so ein bisschen der einfache Innovation Case, ja, den man auch bei Batty live erleben kann. Sie hatten es eingangs angesprochen, da ist noch nicht jede Antwort zu 100% korrekt. Das hängt natürlich einfach mit dem Training zusammen, aber man kann bei uns immer die Quelle nachvollziehen, woher die Antwort kommt. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu GPT. Wir sind völlig transparent, man bekommt immer die Quelle. Und jetzt ist natürlich an uns, die Quellen entsprechend zu curaten, dass man sagt, das hier sind vielleicht News, die wir nicht zeigen, und das sind News, die wir zeigen. Das ist genau der Feintuning-Prozess, in dem wir uns gerade befinden.
Dann gibt es natürlich noch einen Haufen andere Quellen. Also wir testen bei uns, wir haben einen ganzen Bereich bei uns, bei dem wir Batteriezyklisierer nur für das eigene Benchmarking von Batteriezellen zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, wir checken danach Korrelationen. Also wenn sich eine Zelle A so verhält, stirbt diese dann früher oder nicht? Das heißt, damit geben wir unserem Battery Brain sogenannte korrelative Datensätze, um das Battery Brain zu trainieren und schlauer zu machen, um nachher bei Fragestellungen ein anderes Antwort geben zu können. Eine andere Quelle sind Patente zum Beispiel, bei denen man dann dem Batterietestingenieur oder Entwicklungsingenieur eine Zusammenfassung von der aktuellen Patentlage geben kann, um dann zu sagen, hey, pass mal auf, hier und hier sind White Spots in den Patenten oder hier müsst ihr aufpassen in der Entwicklung. Und zum Dritten geht es dann natürlich darum, und das ist der größte Hebel, den wir sehen, Metadatensätze miteinander zu vergleichen. Wir wollen, und das machen wir bei den Kunden selber, da geht es uns wirklich darum, dass die Datensätze bei den Kunden bleiben. Aber wir gehen dann in die Datencenter der Kunden und auf deren Datenbasis können wir große Korrelationen fahren, um Vorhersagen zu treffen. Wenn sich meine Batteriezelle im Testing so verhält, hat es höchstwahrscheinlich diese und diese Auswirkung auf die Qualität. Und da werden dann die Cases richtig interessant, weil so ein OEM große Mengen an Tests einsparen kann, ganz anders an die Qualitätssicherung rangehen kann und vor allem auch jeden einzelnen Mitarbeiter mit einem ganz anderen Batteriewissen equippen kann. Das heißt aber, die KI sucht sich nicht selbst die Informationen zusammen? Doch, die sucht die sich zusammen, basierend auf dem Wissen, das bei ihr im Hintergrund angehäuft wurde. Und genau dieses Wissen, das gehen wir jetzt sukzessive vor. Sie müssen sich vorstellen, wenn man da allein die Batterie-News selber sind Terabyte an Daten, die man da jeden Tag filtern muss. Das Gleiche bei Patenten, die jeden Tag neu dazukommen oder auch wissenschaftlich öffentlich zugänglichen Publikationen, auf die man verweisen kann. Das sind tausende von Datenquellen und wir arbeiten uns da jetzt sukzessive durch, um auf der einen Seite unser System effizienter und lernfähiger zu machen und auf der anderen Seite dieses dann beim Kunden im Datencenter anwerten zu können. Das heißt, das ist ein Mix aus Datenquellen, die beim Kunde bestehen und unserer Intelligenz, die aus Informationen Intelligence macht im Endeffekt. Jetzt gibt es natürlich auch Kritik an diesen Chatbots. Ich glaube, bei ChatGPT kann das jeder so ein bisschen nachvollziehen, der das schon mal angewendet hat. Hier gab es vor 1,5 Monaten in der Batteriewelt, ich werde jetzt keinen Namen oder Forschungsgruppe nennen, es gab da diesen Fall, dass in einer Publikation der allererste Satz im Abstract die Anleitung war, von ChatGPT einen Einleitungssatz zu schreiben. Das hat die oder der Veröffentlicher dann übernommen in diesen Abstract-Satz. Der Peer-Reviewer hat das auch durchgewunken und am Ende war innerhalb einer veröffentlichten Studie der erste Satz von ChatGPT für alle einsichtig, dass das quasi dieser Text mit ChatGPT erstellt wurde. Das ist jetzt heutzutage wieder offline genommen worden. Es war natürlich ultra peinlich für alle Beteiligten. Was ich damit sagen möchte ist, hier hat offenbar ein Wissenschaftler ChatGPT benutzt, um diese Veröffentlichung zu gestalten. Jetzt kann man das so oder so sehen, ob das in Zukunft erlaubt wird, teilweise erlaubt wird. Im Moment ist das natürlich nicht der Fall. Und außerdem kommen wir wieder auf die Kritik zurück, dass das natürlich nur ergänzend benutzt werden dürfte, so ein ChatGPT-Programm oder auch Batty. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Wie stellen Sie sicher, dass die Leute das da draußen adäquat benutzen? Ja, also zum einen sieht man mal, dass weder der Mensch das schwächste Glied in dieser Kette war. Ja, zwei Reviewer und der Autor selber haben das nicht geschafft, diesen ersten Satz rauszunehmen. Das ist natürlich in erster Linie mal peinlich für die Reviewer und für den Autor. Ich denke, dass es in Zukunft nicht um diese Tools drumherum geht. Und jetzt muss man natürlich sagen, ChatGPT, warum wurde ChatGPT entwickelt? Um in einer möglichst breiten Masse, ein möglichst breites Spektrum an Use Cases abzubilden. Ja, von dem Aufsatzschreiben für meine kleine Tochter bis hin zum Copilot im Software Engineering. Und dass so eine KI natürlich nicht jeden Case mit 100% Effizienz und Genauigkeit abbilden kann, ist klar. Aber genau hier sehen wir die Chance als vier. Wir bauen eine batteriespezifische KI. Das heißt, wir nutzen die Fähigkeit eines solchen Modells, aber trainieren es nicht auf 100.000 verschiedene Use Cases, sondern auf einen Use Case. Und der Use Case ist der Batteriemarkt. Ich glaube nicht, dass wir
mit Verboten weit kommen werden. Die Leute werden auch so Programme wie ChatGPT nutzen, um Texte zu schreiben. Ich glaube, es geht darum, wie stellen wir Aufgaben so, dass wir das nächste Level an Intelligenz erreichen. Und das heißt einfach, wenn wir so einen Text schreiben, müssen wir davon ausgehen, dass ChatGPT einen großen Teil oder zumindest den Backbone dieses Texts geschrieben hat, wofür es vielleicht auch gut ist. Aber man sieht schon, allein wenn man ChatGPT und Betty vergleicht, Betty ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre alt, sieht man schon die Effizienz, die unser batteriespezifisches Gehirn bringt im Vergleich zu einem GPT-Modell, das einfach auf einen breiten Satz an möglichst breiten Satz an Use Cases gebaut wurde. Und hier müssen wir zum einen schauen, dass wir als Menschen mit dieser neuen Art von Hilfsmittel, genauso wie Excel, da erwartet auch niemand mehr von uns, dass wir von Hand oder auf Blatt Papier unsere Kalkulationen machen, sondern da ist selbstverständlich, dass da jemand Excel dafür benutzt oder Tableau oder was weiß ich. Und genauso wird es mit diesen Large Language Models oder den anderen KI-Tools sein. Die Leute werden das einsetzen. Wir müssen damit umgehen lernen. Und zum anderen müssen wir KIs bauen, die eben möglichst user-friendly schon so viel Intelligenz mitbringen, dass so Fehler wie in dieser Publikation nicht mehr passieren. Oder dass das Wissen über den Batteriemarkt eben so gut ist, dass man getrost so ein Programm nutzen kann, um eine Publikation zumindest zu augmenten. Wie gehen Sie denn dann trotzdem mit dieser Kritik um bei so Fragen, wo die Forschung selbst gar nicht so genau weiß, wie die Antwort ist? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir versuchen hier über Monate und Jahre eigentlich schon der Frage nachzugehen, ob zum Beispiel Schnellladen schädlich ist für die Batterie. Wann ist das speziell der Fall, wann nicht? Wie sollte man seinen Akku behandeln? Zwischen 20% und 80% wird immer so gesagt, aber da gibt es auch, ehrlich gesagt, verschiedene Studienlagen. Machen wir es mal konkret daran fest, wenn das jetzt eindeutig von Betty beantwortet wird, vielleicht mit entsprechenden Quellenangaben, aber im Text eindeutig beantwortet wird, kann das doch dazu führen, zumindest theoretisch, dass dort Falschwissen einfach verbreitet wird. Irgendwann wird dann vielleicht Betty als veritable Quelle sozusagen angegeben und irgendwann könnte es doch dazu führen, jetzt mal in Zeiten von Fake News, dass sich eben Falschwissen verbreitet, weil Betty ja nichts anderes macht als verweisen auf verschiedene Quellen und sie können ja jetzt nicht nur Quellen referenzieren, die absolut zu 1000% richtig sind. Da draußen gibt es Falschmeldungen und so kommt es ja natürlich auch vor, dass Betty auch diese Falschinformationen potenziell remixt bei Ihnen, oder? Genau, also das können wir nicht umgehen. Das ist Fakt. Jetzt ist die Frage, was ist die Alternative? Wenn ich meinen Research so betreibe, kann ich genauso die Informationen aus falschen Quellen beziehen. Ich brauche nur 3-mal so lang oder 10-mal so lang. Das heißt, das Grundproblem, Informationen aus einer falschen Quelle zu beziehen, habe ich mit KI oder ohne KI. Jetzt kann ich natürlich mit der KI, nehme ich die ganze Arbeit ab, die Informationen zu beschaffen und kann meinen Intellekt eher dafür nutzen, zu sagen, ich muss gewarnt sein, jede Information zu hinterfragen und nicht blind zu vertrauen. Und ich glaube, da wird sich die Arbeit von uns Menschen verändern. Und ich höre immer, KI wird meinen Arbeitsplatz abschaffen, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird den Task oder die Arbeit, die man tätigt, verändern. Und wir müssen uns damit wohl oder übel anfreunden und überlegen, wie können wir jetzt in den Schulen unseren Mitarbeitern, wir tun das aktiv hier im Unternehmen, damit umgehen lernen. Wie hinterfrage ich was? Was kann ich mit diesem Tool machen? Was kann ich mit diesem Tool nicht machen? Weil verhindern werden können wir es nicht. Gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein, was Betty so kann oder vielleicht auch in Zukunft, was damit so geplant ist. Wann wird es denn soweit sein, dass sie auch Gegenfragen stellen kann? Also beispielsweise, wenn irgendwas präzisiert werden soll, wenn ich im Prinzip mit meiner Frage, die ich gestellt habe, nicht ganz irgendwie eindeutig klar gemacht habe, worum es eigentlich geht, beziehungsweise das Themenfeld viel zu breit ist, sodass dann vielleicht schwammige Antworten rauskommen. Im Prinzip das, was Patrick vorhin auch so zitiert hat. Oder auch die Frage, ob dann die Frage vielleicht auch wiederum genutzt werden kann, um die KI zu verbessern oder zu trainieren? Ja, absolut wichtiger Punkt. Das sind wir dran, unser Modell zu feintunen über User-Feedback. Man sieht es schon, wenn man jetzt Fragen, die nichts mit Batterie zu tun hat, Betty stellt, kommt I cannot answer. Das heißt, in gewissen Schritt sind wir da noch gegangen. Jetzt fängt das Feintuning natürlich an, wie weit muss ich eine Frage spezifizieren, den Prompt, den sozusagen, also die Frage, die der User stellt, Wie genau muss ich die spezifizieren? Und das Thema Rückfragen wird ein extrem wichtiger Punkt sein hier, um einfach den Workflow hintendran der KI-Engine zu optimieren. Und
wenn wir uns anschauen, wo das Ganze hinführen kann. Also ich glaube wirklich, dass wir eine Art virtuellen Assistenten bauen können, der entlang der gesamten Batteriewertschöpfung verschiedene Tasks oder Workflows optimieren kann. Und das wird über Rückfragen sein, das wird über proaktive Interaktion mit dem User sein. Ich denke da an, wenn der Testingenieur oder die Testingenieurin am Morgen ins Büro kommt, ein Pop-up, das mir sagt, hey, deine Daten sind fertig, du hast heute Mittag ein Meeting mit einem Premium OEM aus Stuttgart. Schau dir doch mal an, wie sich diese Daten im Vergleich zu den letztmonatigen Daten verhalten. Oder ich habe hier eine wissenschaftliche Publikation, die sich mit dem Thema Swelling beschäftigt, könnte mega interessant sein für die Swelling-Daten, die du gerade im Auswerten bist. Also ich glaube, dass wir da extrem viel Augmentation benutzen können, um den User eben auf intellektuell anspruchsvolle Arbeiten wieder zu fokussieren und nicht Arbeiten, die einfach keinen Sinn und keine Wertstiftung haben. Wir wollten eigentlich in diesem Podcast die Frage stellen, wer denn jetzt eigentlich die Zielgruppe ist für Batty. Also wir haben uns mal vorgestellt, wir sitzen in irgendeinem Unternehmen, was jetzt in Deutschland eine Batterie baut, und dann ganz konkret, welche Frage könnte Batty allumfassend beantworten und mir im täglichen, ja, Industrieleben helfen könnte, diese Batterie zu bauen. Jetzt haben Sie selber gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Eigentlich müsste es auf dieses Testingfeld beispielsweise ganz konkret bezogen sein. Sie müssten auch nochmal ins Unternehmen kommen und da nicht nur Batty zum Einsatz bringen, sondern dann auch nochmal andere KI-Mechanismen. Aber vielleicht trotzdem die Frage nochmal, was Batty angeht. Wir finden das ganz toll, ist eine tolle Quelle, aber grundsätzlich können wir uns wirklich nicht vorstellen, dass die Industrie da draußen Batty benutzt und dann damit Arbeitsplätze, Neueinstellungen umgehen kann. Oder sehen Sie das doch so? Ja, also wie gesagt, man muss dazu sagen, hatte ich ja vorher schon kurz erwähnt, dass Batty, der Online Access to Batty, nur das Thema News und vielleicht im breiteren Sinne Innovation beschäftigt. Also wir haben ein gutes Feedback aus den Innovation-Abteilungen, aus den Unternehmen, die wirklich damit morgens ihr Morning Briefing machen, aber auch zum Beispiel aus dem Sales-Bereich jemanden, der zu einem Kunde fährt und sagt, mit welchem Zellhersteller arbeitet denn BMW, oder auf einer Messe kurz vor einem Kundentermin nochmal eine Frage stellt. Und da bekomme ich eben super Insights, die quick and easy sind. Zurück auf den Punkt, wo stiftet Batty wirklich Mehrwert? Das ist in den einzelnen Entwicklungsabteilungen der Unternehmen. Das reicht vom Zelltesting über die Integration der Daten in das Pack Engineering, aber auch Sales- und Procurement-Abteilungen, die damit automatisiert ihre RFQs schreiben können, basierend auf dem Wissen von vorherigen RFQs. Also das sind dann wirklich spezifische Tasks, die wir uns anschauen in der Batteriewertschöpfungskette, wo wir dieses Grundmodell der KI einfach nutzen können, um den einzelnen Task zu automatisieren. Hat jetzt nichts mit Batterie-News zu tun. Wie gesagt, Batterie-News, einfach der Marketing-Case, um mal mit Batteriedaten umgehen zu können und mal Fragen stellen zu können auf der Website. Okay, also sehe ich das doch so, dass es zwei verschiedene Sachen sind. Das Bezahlmodell ist sozusagen das, was Batty auch kann. Das kann man dann spezifischer anwenden. Weil ich muss Ihnen schon ganz ehrlich sagen, so toll wir Batty finden, so richtig ein kuratierendes News-Modell, wie beispielsweise elektroauto-news.de oder battery-news.de, das kommt da leider noch nicht ran. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich würde das gerne anders beantworten, aber ich sehe es richtig, ja. Dass also sozusagen, wenn ich ja im Testing-Bereich in einem Industrieunternehmen bin, dann wird nicht Batty eingesetzt, so wie es online zugänglich ist, sondern Sie kommen nochmal und adaptieren das nochmal ganz konkret an einen Use Case ran. 100%, ja. Aber dann erzählen Sie doch mal so ein bisschen aus der Nutzung bisher. Was sind denn so die Batteriegebiete, wo Ihre KI jetzt bisher so am meisten schon abgefragt oder eingesetzt wurde? Also es sind hauptsächlich in der Zellentwicklung und Qualitätskontrolle der Zellen. Also da geht es dann viel um die Analyse von Testdaten aus dem Battery Testing. Also entweder in der Zellherstellung selber, wo man dann nachher sagt, wie kann ich denn Qualitätsvorhersagen treffen auf Basis meiner Tests, wie kann ich das Design of Experiment meiner Tests runterfahren, um dort Geld zu sparen, aber auch in der Produktentwicklung nachher, wo ein großer OEM einfach aus einer riesen Anzahl von Zellen die richtige Zelle identifizieren muss, die nachher in seinem Batterieprodukt die richtige Anwendung findet. Das sind die zwei Hauptbereiche, wo wir die KI, die im Hintergrund von Batty sitzt, einsetzen. Dann malen Sie doch mal gerne noch ein größeres Bild. Jetzt sind wir
ja, heute in 10 Jahren sitzen wir wieder zusammen. Sie berichten über Ihre KI, die vielleicht auch schon eine starke KI ist, also sich quasi das Folgeproblem einer beantworteten Frage sich selber stellt. Wo stehen wir da und was sind vor allem noch zukünftige Geschäftsmodelle für die KI, die Sie heute entwickeln? Ja, also unsere Vision ist hier klar, einen virtuellen Assistenten zu bauen oder Betty, die virtuelle Assistentin, über die gesamte Batteriewertschöpfungskette. Das heißt, von der Zellfertigung bis zum Auto, von der Qualitätskontrolle bis zum Salesprozess. Wir stellen uns vor, dass wir, so wie wir heute GPT-4 nutzen, um einen kurzen Text zu schreiben, dass wir so Betty benutzen mit den täglichen Fragen, die bei uns im Engineering, im Zelltesting oder in der Produktentstehung anfallen, und dass wir wirklich ein Batteriegehirn im Hintergrund bauen, das uns nicht nur bei Vorhersagen hilft, sondern wirklich bei der Automatisierung einzelner Tasks und der Workflows. Das ist ja spannend. Ich kann da nur aus eigener Erfahrung berichten. Also ich benutze KI mittlerweile für Bildgenerierung, für Textgenerierung. Finde das auch dass es eine tolle Hilfe ist. Aber grundsätzlich ist es einfach schade, dass wir nur bei den 80% sind, weil ich kann grundsätzlich mit einem generierten Bild nichts anfangen, wenn man dann doch sieht, dass es vom Computer, von dieser künstlichen Intelligenz gemacht wird, oder wenn ein Text erstellt wird, was im Prinzip nur geremixte Quellen ist. Wir brauchen ja am Ende diese 20%. Ich will ja die 100% erreichen, und das ist nur in dem Fall hilfreich, wenn ich sozusagen die 100%, wenn ich selber nochmal rüberschaue. Glauben Sie denn, dass diese KI in 10 Jahren das erreicht wird haben? Ja, jetzt müssen wir natürlich schauen, das ganze Thema ist in den Kinderschuhen. Wir haben das ChatGPT haben wir noch keine 2 Jahre am Markt, und jeder erwartet natürlich schon, dass es 100% meiner Arbeit abdeckt. Zum Glück tut's das noch nicht, aber wir werden da in einem imposanten Speed hinkommen. Ich glaube, das ist die, wenn ich heute eine Message abliefern kann, dann ist es: bitte beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Das wird die Arbeit der Zukunft massiv verändern. Auch wenn es jetzt hier und da noch Flaws gibt, wie schnell wir von der Interpretation von Text zu Bild zu Videos gekommen sind. Es hat kein Jahr gedauert, bis wir dahin gekommen sind. Bis wir noch einen Schritt weitergehen in der Intelligenz der KI, wird in rasantem Speed funktionieren. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, die Datenqualität im eigenen Unternehmen im Griff zu haben, sich mit den neuen Tools zu beschäftigen. Wie funktionieren diese? Wie muss ich meine Datenarchitektur und meine Infrastruktur in den Firmen aufsetzen? Was sind auch die Risiken? Wie muss ich mit dem ganzen Thema umgehen? Weil wir haben hier wirklich eine Technologie, die, und da lege ich jetzt meine Hand ins Feuer, die wird einer der größten Gamechanger sein, die wir in den letzten und in den nächsten 10 Jahren gesehen haben. Und wer sich nicht damit beschäftigt, wird so massiv abgehängt werden, das haben wir noch nicht gesehen. Ja, ein guter Aufruf zum Schluss. Herr Lutz, herzlichen Dank für dieses Gespräch und für Ihre Expertise. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Hauen Sie mal in die Tastatur, benutzen Sie mal Betty und schreiben Sie uns in die Kommentare, welche Frage Sie gestellt haben und was dabei rauskam, wie Sie die Antwort fanden. Das würde uns sehr, sehr interessieren. Ansonsten bleiben Sie bei diesem Podcast, abonnieren Sie ihn, bewerten Sie ihn und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.